Bang, bang, tot durch die Kugel. Yo, yo, hier ist wieder Armin von Immer Fresh und ich heiße euch willkommen zu unserem heutigen Video. Heute behandeln wir AK mit seinem Song Bang, bang, weil Aka Baba ist wieder zurück und ballert den nächsten Track. Er ballert in letzter Zeit ziemlich viel für sein am 9. November erscheinendes Album XY. Da macht er ordentlich Promo und hat eine ziemlich ausgedehnte Promophase. Und alle Tracks, die er bisher gebracht hat zu dem Album, da findet ihr die Analysen auch auf Immer Fresh. Oder die Artikel, die ich hier behandle, findest du alle auch auf immerfresh.de. Plus noch ein paar weitere Ausführungen. Legen wir los. Zum Schluss folgt noch eine kleine Analyse. Eigentlich das einzige Outfit, das er trägt, da ist auch das Outfit ist nicht so im Vordergrund, weil das Musikvideo ist mehr so ein Kurzfilm, wo der halt so ein bisschen das, was er rappt, auch mit Schauspielern und so weiter darstellt. Was ziemlich cool gemacht ist, finde ich. Da trägt er zuerst diese Raiders-Jacke. Das ist so ein bisschen College-Jacke-Style, ist aber eine Bomberjacke. Und die ist von dem NFL-Team Oakland Raiders, was in Kalifornien liegt. Und NFL ist halt so American Football. Das supportet die Jacke. Weil man sieht viele Leute, auch so New Era macht ja sehr viele NFL-Teams. Und man sieht die Leute das tragen, aber keiner guckt es wirklich oder weiß, was es eigentlich representen soll. Deswegen zu der kurzen Info. Genau, durch den Satin-Stoff ist es auch ein bisschen glänzend. Könnt ihr für 120 Euro, gibt es die auf Amazon. Dann trägt er eine Cap mit Nadelstreifen. Da gibt es die hier von FlexFit. Die kostet in der Größe SM, ne, circa 11 Euro. Ziemlich nice. Dann natürlich ein AK außer Kontrolle Bandana, was du für circa 4 Euro holen kannst. Und das Muster ist identisch wie bei AK. Dann sieht man noch, trägt er die Balenciaga Speed Trainer mit All-Over-Logo. Die gibt's hier auf Farfetch für ca. 700 Euro. Wie wir gewohnt sind von Balenciaga, sehr teuer. Und die Speed Trainer, die sieht man ab und zu an Rappern. Luciano trägt die, glaube ich, auch in Rolly. Und noch hier und da mal sieht man die. Dann, wer keine 700 Euro für Balenciaga Speed Trainer ausgeben will, der kriegt die Alternative von Speed Trainern für ca. 35 Euro. Auch auf Amazon, Link gibt es auch auf Immer Fresh. Und dann wird tatsächlich noch eine weitere Alternative für euch. Schaut gerne vorbei. Dann, wie gesagt, XY am 9. November. Da werden auch krasse Feature-Gäste dabei sein, unter anderem Vaisel, vielleicht auch Saphir, vielleicht auch Kapi, ne, vielleicht Contra, ne, mit denen ist er ja allen cool. Ja, wird ein geiles Album. Ja, das war's mit der Outfit-Analyse. Soweit, jetzt kommt die Analyse des Tracks. Ihr seht auch schon, ich habe hier eine Cap an. Das ist von unseren Homies Marc Noir. Checkt gerne den Artikel von uns auf immerfresh.de ab und lasst ein bisschen Support da. Die haben uns die Cap hier zugeschickt. Danke, Brothers, falls ihr das Video anguckt, legen wir los. Ja, das ist ziemlich geil. Ich habe es auch zweimal angucken müssen und beim zweiten Mal habe ich viel mehr gerafft, was eigentlich wie gemeint ist. Das ist halt, ne, der Dude, der verrät dann quasi sein Homie und darum geht eigentlich der Song. Das Bang Bang sind eigentlich die Schüsse, die AK auf den Dude abfeuert, der ihn verraten hat. Und das ist ein sehr, wie sagt man, ich finde den Track ziemlich, der geht unter die Haut auch. Und auch das Video und so, das habe ich mir gestern Abend reingezogen. Am Abend ist man auch so ein bisschen, ne, ein bisschen anfälliger für sowas und das war dann voll intense, Alter. Die Vibes von dem Track sind ziemlich, ne, es geht da wirklich darum, dass er einen halt umbringt und so. Und es ist nicht mehr so, yo, ich jag das Cash und ich fick deine Mom und sowas, sondern halt ein krasses Thema. Und bei AK könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, dass es real ist. Hat ja auch so ein bisschen eine verbrecherische Vergangenheit, der Bruder. Bang, durch die Kugel. Davon, bang, bang. Sehr geile Hook. Ich feier's, dass er sich so ein bisschen auch musikalisch ausprobiert in letzter Zeit. Und dann kann man auch die, dem seine Stimme, ne, diese, die ist ja sehr im Vordergrund, ja. Die auch übelst geil ist. Ich finde, die zeichnen ihn auch aus, ne? Wie man jetzt hier sieht. Da kann man das viel besser genießen, so, wenn dann wieder so eine Hook kommt, wo ein bisschen melodischer ist. Aber wobei, diese krassen Hooks, die sind auch krass, ne? Akababa! Knochenbrecher, Motherfucker! Das bringt einen schon auch hoch. Also, ich hoffe, da gibt es auch solche Tracks. Ich hätte dich gesigned, hätte ich geahnt, wie du singst. Geile Line. Tod durch die Kugel. Da kommt er gerade raus aus dem Knast, Alter. Und er will sich dann rächen. Wieder abgeholt. Ich finde es ziemlich geil. Ich finde, das sollte öfter so sein, dass Rapper so Musikvideos machen, die wirklich so eine Story darstellen. Und nicht nur einfach, wo die vor irgendeinem Lambo chillen und rappen. Ist auch geil, ne? Hat auch seine Berechtigung. Aber ich finde sowas auch cool irgendwie. Bang, bang. Dass ich dich am Leben lasse.
Auch der Schauspieler ist auch übelst geil, ne? Der sieht so dreckig und eklig aus und so auf Drogen. Ja, man, AK zeigt da keine Gnade an jemanden, der ihn verrät. Dann zum Schluss sieht man noch den Schauspieler. Man sieht ihn nicht abdrücken tatsächlich, aber wahrscheinlich, so wie das der Track heißt, hat er wohl abgedrückt. Bang. Ja, Mann. AK wird auch tatsächlich immer berühmter, kriegt immer mehr Hype. Was auf jeden Fall verdient ist. Auch das Video ist von Pretty Dirty, heißen die Jungs. Und dann steht da am Anfang a Pretty Dirty Video. Übelst geil. So viel zum Track von AK. Wenn ihr den Shit feiert, supportet uns. Und lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Und werdet Teil der Immer Fresh Family. Und in diesem Sinne würde ich sagen, checkt auch auf jeden Fall unsere Seite ab. Und bis zum nächsten Video. Bang, bang.